Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren spannenden Folge von Conan Exiles. Mein Name ist der Ed und natürlich wie immer an meiner Seite unser tapferer Krieger Olli. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, Ja, und hier vor dir. ja, also so brauchst du auch nicht. Alles gut, wir sind hier gleichwertig gestellt. ja, eigentlich war ja heute geplant, dass wir jetzt hier unser Häuschen erstmal weiterbauen, ne? So wie wir es beim letzten Mal angefangen haben. Gut, ja, wir wollen ja von hier bis hier hinten zumindest mal gehen. Kannst du versuchen, hier hinten, wo ich jetzt bin, eventuell noch ein paar Fundamente reinzuknüppeln hier in diese Lücke? Geht das? Gut, weil dann kann ich hier nämlich schon mal die Wände und so weiter setzen. Also das wird, für die, die letzte Folge nicht eingeschaltet haben, schämt euch. Das wird hier ein zwei- oder dreigeteiltes Haus, müssen wir mal gucken, mit verschiedensten Gewerken drin, also Schmied, Tischlerei, Ziegelei und ja, mal gucken, wie wir das jetzt hier umsetzen. Also ich setze nochmal ein paar Wände. Na. Das Ganze soll maximal. Ach, jetzt hat er eine gedreht. Maximal, 2 hoch, weil es soll nicht höher werden als diese Mauer dort. Sehe irgendwie ein bisschen doof aus, wenn die Häuser höher werden als die Mauer. Oder Olli, was meinst du? Naja, ich sag mal so, das Haus sollte nicht höher sein, aber wenn das Dach ein bisschen rüber guckt, so, also ein Spitzdach, sag ich mal, das dürfte eigentlich so auffallen. Warte mal, wie sieht es denn hier aus? Ist das hier? Hier könnte man noch ein bisschen. Kannst du hier, wo ich jetzt hier bin, noch ein paar Fundamente setzen, dass das hier so ein, ja, dicht ist hier so ein bisschen, bis da, wo die Treppe ist, so ein bisschen? Von der Ist Höhe. es. Also, dass hier noch. Fundamente, dann ist das hier eine Platte, ne? Ja, also Fundamente setzen, so, dass es hier noch schön aussieht, sag ich mal. Eine Reihe hier dran und dann mit Dächern, genau. Noch einen da hinten, wenn es geht. Und jetzt mit Dächern hier bis zumachen, bis. Ja, das Stück hier noch zumachen. Mit Dächern. Wenn möglich. Und dann können wir das Stück hier nämlich auch eventuell noch nutzen. So, dann machen wir das hier eventuell nämlich zu. Aber das weiß ich noch nicht. Ich habe nämlich noch nicht so den finalen Plan im Kopf, wie es aussehen soll, weißt du? Ich bin da noch so ein bisschen. Ja. Unentschlossen. So, machen wir hier dicht. Ja, können wir hier dicht machen. Gut, hier ist dicht. Sehr gut, genau so sollte es sein. Wunderbar. Sehr schön. Weil dann würde ich nämlich hier auch noch ein zweites Haus hinsetzen dann. Quasi vielleicht die Gerberei oder sowas. Dann läuft man hier halt so zwischen diesen Häusern durch, weißt du? So wie auf dem Marktplatz. Ja. Weißt Gut. So, ich bin noch am Türrahmen herstellen. Oh, haben wir ja schon welche da. Das ist wunderbar. Nee, schwer ziehen ist, glaube ich, jetzt nicht so sinnvoll. Nee, das ist ja verkehrt rum. Aber ich hasse das, wenn der das verdreht, ne? Ja, manchmal, da zickt er ein bisschen rum. Ja. Jetzt habe ich es aber richtig. Gut. Ja. Ich glaube, das kann man hier so machen. Wände. Trennen wir das Ganze mal so ein bisschen ab. Na. Komm schon. Und ich finde ja das Tolle, dass man hier wirklich in die Steine reinbauen kann. Dass das wirklich so aussieht, als ob man da
das Ganze ja wirklich, ja, richtig in den Stein gehauen hat. Weißt du, das ist richtig mit dem Gebirge verschmilzt. Ja, nur Handicap, man kriegt es ja nachher nicht mehr wirklich weg. Ja, man muss dann sehr genau hantieren, ne? Warum geht denn das jetzt nicht weg hier? Hallo? Nun komm schon. Ich habe das nämlich gerade verkehrt gesetzt. Na. Jetzt passt es. Gut. Obwohl, ihr könnt ja eigentlich noch. Na komm. Machen wir hier noch Fenster rein. Und dann passt das auch. So, natürlich passt es jetzt so nicht ganz, aber okay, geht schon. Ja. Wir brauchen jetzt, lieber Olli, Wände. Ja, Wende. Oh, Wände. Erstmal okay. Wände, ja, genau, Wände. Genau, wir brauchen jetzt die Wände. Und dann können wir auch schon, wenn die Wände jetzt gleich drauf sind, anfangen zu setzen mit den Dächern. Natürlich wird das hinterher noch beschriftet und wird noch eingerichtet. So, Wände, Wände, Wände. Wände, Wände, Wände. Ich hoffe, dass das klappt mit dem Dachsetzen, dass das nicht zu hoch ist. Weißt Also wir haben hier noch 24 Wände in den Dingen. du? Ah, und draußen ist wieder ein freundlicher Gast. Ich höre den schon wieder. Die will mir da weg. Wände. Nehme ich mal mit und dann bauen wir das mal hier hoch. Wie ihr gerade gesehen habt, wir haben natürlich zwischendurch was vorbereitet, dass wir nicht jetzt pausenlos loseiern müssen und Zeugs rankarren. Das wäre ja dann einfach auch ein bisschen langweilig. Dann würde man ja nicht vorankommen. Willst du da noch eine Reihe draufsetzen? Nee, das soll von der Höhe so sein und da würden wir jetzt das Dach draufknallen. Jetzt schon das Spitzdach. Ja, jetzt schon das Spitzdach. Okay, dann hole ich mal aus dem Haus noch ein paar. Ja. Ich baue jetzt innen hier noch die Sachen hin. Das passt, das ist okay. Kann man das da ransetzen? Das schließt da nur ab. Schade, okay. Dann müssen wir da nochmal hantieren. Aber, ja, kann man so lassen. Dass man halt, ja, guck mal, wir brauchen ja diverse Brenner. Das heißt, man könnte ja theoretisch aus der einen Seite eine Schmiede machen und aus der anderen eventuell eine Gerberei oder sowas. Muss man mal gucken. Oder? Jo. So, zack. Zwischendurch immer was futtern. Gut, dass wir mittlerweile das gute Fleisch haben, sag ich mal. Was nicht mehr verdirbt. Fenster, genau. 55 Fenster, ne? Gut. So. Hier kann man dann. Ne, warte mal, das war die andere Seite, wo man runtergehen konnte. Genau, da macht man jetzt hier noch. Genau. Fenster. Eins. Ach, jetzt will er mal wieder nicht setzen, weißt Das kennen wir ja. du? Ja. Halt kleine Kinderkrankheiten noch, aber ist halt Early Access. Kannst du nichts machen. So. Zack, drehen. Na komm. Einmal drehen noch. Okay. Boah, das wird aber knapp hier. Obwohl. Wir lassen zwei breit, ne? Dass man jetzt zwei durchgehen könnte. Ja. Ne, das ist, glaube ich, ganz angenehm.
So, Außenseite passt. So schön. Na, komm schon. Nochmal, sehr gut. So. Jetzt hat er wieder das letzte Stück gedreht, ne? Scheiße. Oh, das hat er auch gedreht. So. Dann haben wir hier ein Gebäude, da ein Gebäude. Was nimmt denn weniger Platz weg? Schreinerei, Gerberei oder Schmied von den Sachen her? Gerberei ist schon Mittel, also Schmied. Schmied nimmt am meisten weg. Okay. Dann, ja, meinst du, wir sollten hier die. Also eins von den beiden Gebäuden als Schmied machen? Ja, ne? Vom Platz her auf jeden Fall, oder? Können wir, klar. Gut. So, dann habe ich hier das Häuschen. Ich weiß nicht, wie breit müssen das mit dem Spitzdach sein? Wie, damit die spitz zueinander zulaufen. Du musst die Zahl teilen können. Ah, okay, weil dann die eine Seite hat nämlich drei Felder, die andere Seite hat vier Felder. Das ist ein bisschen, Du musst die Vierer nehmen. Zwei rechts, zwei links. Ja, dass es sich auch in der Mitte trifft, weißt du? Genau, zwei. Immer zwei, vier, sechs, acht, zehn. Das ist dann immer die Seitenkonstruktion, dass sie sich in der Mitte treffen. Ja, du musst dir das mal angucken, ob das dann klappt hier mit dem einen Dings, bevor ich jetzt weiterbaue. Wo bist du gerade? Stell grad Decken her. Zehn Fenster und drei Treppen und sechs Wände. Mhm. Bin leider mit 111 überladen. Ja. Geringfügig, ne? Ja. Ich habe nämlich gemerkt, dass die Mod nicht mehr drauf ist, dass wir uns überladen können. Oh. Okay. Das ist natürlich dann nicht so prickelnd. Ja, gerade ein bisschen kacke. Ah, doch, das geht. Das geht. Komm. Ich glaube, wir werden doch geringfügig die Mauer nochmal modifizieren müssen, weil das Dach wird höher. Weil ich setze jetzt schon bei der einen Seite hier das Dach. Versuche es gerade. Ist ja wieder. Oh, dieses Einsnappen ist furchtbar. Ist echt furchtbar. Ja, ist definitiv. Boah, es wird ja. Das Dach wird ja riesig dann. Können wir trotzdem zwei Ebenen machen. Quasi ein. Ein Dachboden. Auch gut. Ja, ne? Platz nutzen, wo es nur geht. Obwohl, platztechnisch haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme. Aber, ich glaube, wir müssen... Kann das sein, dass der schon bei 2 hoch anfängt rumzuzicken, was das Einsnappen angeht? Mit dem Dach? Ja. Ah, das ist ja... Das heißt, wir müssen jetzt unten drunter eine Konstruktion wieder bauen, ja? Genau. Oh. Das ist immer so... So nervig. Ganz ehrlich. Ja, komm, dann setze ich hier schon mal hin. Soweit es geht. Ja, damit das hier auch. Na, komm schon. Hallo. Na. Ah, der letzte, wie immer, ne? Der letzte will wieder nicht. Ah, so. Nervig. Da kriegt man ja epileptischen Anfall manchmal. Wenn jetzt da so hin. Ja, ja, wenn die hüpfen. Ja, ey, das ist. Also das ist wirklich furchtbar. Sieht nicht nur scheiße aus, es ist furchtbar. So. Da kann ich nicht ansnappen. Oben kann er auch nicht snappen. Und da kommt er auch nicht ran.
Ja, dann setze ich da mal irgendwie schon mal, versuche ich da mal jetzt na, sag schon, das da ranzusetzen, damit er da nicht weiter rummeckert. Da ist ja noch ein Haus. Ja, das meinte ich jetzt mit dem Dingsbums. Das dann hier passt mit dem Spitz da. Wo bist du denn? Ja, ich packe gerade die Sachen, damit ich mich ein bisschen schneller bewegen kann, Ach wieder in die so. Kiste. Ja, ich wollte hier so, dass man hier so wie so auf so einem Marktplatz hier so durchgehen kann, dann, weißt Ja. du? Dann hat man auch nicht so einen langen Weg sag ich mal, zur Schmiede, zur Gerberei oder Tischlerei, je nachdem, was wir da reinsetzen. So, ich hoffe, dass das funktioniert und es wird hier auch schon wieder langsam dunkel. Aber wenn wir hier ein Spitzdach bauen wollen, wirklich, dann, na. Also, das ist. Irgendwie will er das nicht. Der will da oben nicht einschleppen. Obwohl ich jetzt schon eine Unterkonstruktion hingepflanzt habe. Ja, zu tief. Wie zu tief. Ah! Direkt oben dran, ne? Ja. Olli, hättest du das nicht früher sagen können? warte, warte, warte. Ja, warte, 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 warte. Hier, komm. Ich geb dir was und ich setz dann oben das Dach dran. Hier, ich drop dir mal was und dann setzt du die bitte vernünftig dran. Dunkel wird's hier, oder? Bei mir ist noch teilweise Abenddämmerung. Dann können wir die wieder abreißen, oder? Obwohl. Einer ist rüber gehüpft. Ja, gut. Wir müssen eh irgendwie da hoch. Weil anders wird's nicht gehen. Und den da kriege ich irgendwie auch nicht rein, hier, diesen einen. Warum auch immer. Sollte eigentlich gehen. Naja. Ja, ich hab's ja schon versucht, aber es snappt immer. Also er dreht sich nicht. Halt, jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er drinnen. Gott sei Dank. Stockeduster hier, ey. Stockeduster. So. Ich sehe gar nichts. Sehe nichts. Ich weiß nicht, ob das richtig ist jetzt. Na. Na, komm schon. Ja, das ist jetzt hier gerade wirklich ein Ratespiel, was jetzt richtig ist oder was nicht richtig ist. Drehen, drehen, drehen. Haben wir hier irgendwo eine Treppe? Ja, Treppen haben wir hier auch. Weil dann setze ich mal eine Treppe hoch, dass wir da aufs Dach hoch können. Provisorisch. So, komm. So, sollte reichen. Rein. Ab aufs Dach. Genau, unser Trampolin. Yippie! Trampolin? Okay. Auch nicht schlecht. Was war das? Egal, Guten Hunger. Na, upsala. Na, okay. So, ich reiße mal diese eine hier ab, ne? Diese hier raussteht.
Da müsste wahrscheinlich noch eine Unterkunft. Ja, nee, das ist auch klar. Das ist auch klar. Ja, steht da auf der Mauer. Nee, weißt du, du siehst ja, das, guck mal, wenn wir mit dem Spitzdach wirklich bis nach oben hindurch gehen, also da brauchen wir wirklich, da muss die Mauer noch mal höher werden. Kommen wir nicht drum herum. Nee, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Ja, nee, ist klar. Er nun wieder. Ja, kann es sein, dass man jetzt schon wieder hier so eine Unterkonstruktion ranknüppeln muss? Normalerweise nicht. Zwei hoch müsste eigentlich normalerweise gehen. Aber er dreht sie nicht. Er dreht sie nicht in die richtige Richtung. Nee, er dreht sie nicht. Komm schon. Gott, ey, es ist. Also da müssten sie wirklich nochmal nachbessern. Also das ist so ein Kritikpunkt. Dieses Hin- und Her-Skippen andauern, das ist schlimm. Also ich finde es furchtbar. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde es nicht so gut. So, ich versuche mal hier weiterzugehen. Du passt ja dann schon mal, das ist gut. Der hier ist dicht, da brauchen wir uns nicht weiter kümmern. Außer noch ein paar Dreiecke reinmachen. Na komm, drehen. Oh, ey, weißt du, also für wirklich, wenn Leute an Epilepsie leiden, ist das wirklich schlimm. Also ganz ehrlich, das regt sogar mich auf hier. Das ist echt unangenehm, ganz ehrlich. Also da muss definitiv was passieren. Oder? Ich meine, das ist doch wirklich unangenehm. Und hier geht das schon wieder nicht hoch, oder was? Okay. Hier auf der Ecke. Komm schon. Versucht er da oben einzuklemmen. So, jetzt habe ich aber auch keine Decken mehr. Können wir mal die Fackel ausmachen, weil es ja mittlerweile schon wieder taghell. Das ist auch echt eine fiese Konstruktion, ganz ehrlich. Das Ja. musst du dir mal von unten angucken, ja, der sieht echt schon heftig aus. Und es ist ja nur ein Kleines kleines aus. Haus. Ja, das ist ein krasses Ding schon wieder. Das ist schon wieder alter Verwalter. Echt böse. Wenn du mich fragst. Muss mir das mal echt so aus der Totalen angucken. Das sieht. Ich weiß nicht. Sieht geil aus. Aber gleichzeitig auch böse irgendwie. Merkwürdig. Hast du noch Decken da oben? Ja, ich glaube, die müssten reichen. Naja, da hinten muss ja auch noch mal eine Lage hoch hier. Hier. Die muss ja auch noch einmal zugemacht werden. Und hier vorne wird es nicht reichen. Olli, der Meistertüftler, der kriegt alles rein. Das hört sich aber jetzt komisch an. Hat sich ein bisschen verkehrt angehört, ne? Ah, hier oben ist nicht ganz zu. Hier ist noch eine Lücke. Ja, da kann ich nichts dran machen. Da muss Das ist noch was. baulich bedingt. Ah An dem ja. Fundament. Naja, wenn nicht, Das können wir ist noch. eine Fuge. Das muss so sein. Ach, eine Fuge nennt man das, okay. Aber hier ist schon heftig. Also müssen wir noch irgendwie zumindest noch eine Platte drunter setzen. Das muss ja gehen. Von innen. Weil hier kannst du richtig rein. Das ist. Olli, wenn, dann wollen wir ja nicht fuschen, ne? Wir sind ja keine Fuscher. Oder? Nö. Nicht noch Gut. was drin?
Aber ich würde sagen, wir sind schon wieder durch. Haben schon wieder knappe 25 Minuten. Bevor du jetzt Die Zeit weiterbaust, rennt hier. ja, das merkt man gar nicht, ne? Bevor wir weiterbauen, das sieht natürlich in der nächsten Folge. Bist ja wieder dabei, oder Olli? Ja. Gut. In dem Fall sag ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Denkt ans Feedback. Und wie immer heißt es, nichts mehr verpassen. Einfach das Abo dalassen. Und wie immer auch das Glöckchen aktivieren. Nur dann bekommt ihr immer hundertprozentig mit, wann ein neues Video online ist. Und ja, Olli, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. I walk in a land of desperation. A wasteland of the exiled and outcast. Where the broken strive to build among the ruins. Where the weak are crushed while the strong survive. And they call me barbarian.